sind jetzt kurz vorm Hauptbahnhof in Dortmund. Wir fahren jetzt los. Es geht jetzt nach Berlin. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof. Es geht jetzt los. Wisst ihr überhaupt, was heute abgeht? Normal. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund, Mann. Wir sind jetzt im Zug. Wir haben es fast geschafft. Wir haben nur noch eine Stunde auf der Uhr. Echt schlimm. Wir haben keinen Bock mehr. Wir haben jetzt 11.06 Uhr. Wir freuen uns wirklich, wenn wir in Berlin da sind, Leute. Und dann geht's los mit dem vernünftigen Stadion. Ich hab so Hunger. Ich schwör's nicht. Ein Hacken geht oder gleich. So, wir sind jetzt angekommen am Berliner Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt los. So Leute, wir sind jetzt in Schöneberg angekommen in Berlin. Guckt euch das an, man merkt direkt, dass man in Berlin ist. Jede Ecke ein Dönerladen, jede Ecke hast du irgendwas zu essen und zu trinken. Wir sind auf der Suche jetzt nach einem Hotel. Wir kommen hier hin ohne Hotel. Jungs, wir haben Zugticket für hin und zurück schon bezahlt, ne? Haben schon alles gebucht, aber haben nicht mal ein Hotel zum Schlafen. Wir haben vorhin gefragt, aber die haben keine Zimmer mehr. Aber wir schlafen auf der Straße heute noch. Ich sehe schon kommen. So, wir gehen jetzt hier essen. Burger und Döner City, mal gucken. Berlin ist ja auch bekannt für Döner, mal gucken. Wir haben jetzt uns irgendwo in einen random Laden in Berlin reingesetzt. Mal gucken, ob der wirklich besser ist als ein Top-Laden in NRW. Ein random Dönerladen in Berlin ist besser als der Top in NRW. Ich komme nicht drauf klar, sondern in NRW kannst du dich nicht einfach hinsetzen und in irgendeinen Dönerladen reingehen. Das funktioniert nicht. Digga, das ist so geil. Wir sind jetzt fertig mit Essen. Wir suchen jetzt immer noch ein Hotel. Wir müssten irgendwo unsere Sachen abgeben. Wir können so nicht ins Stadion rein. Bruder, was für Sprache ist das? Wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion, wir sind gerade in Uber. Taschen, alles wurde abgegeben und wir haben jetzt endlich auch einen Schlafplatz gefunden. Wie lange brauchen wir? 20 Minuten, glaube ich, oder? 20 Minuten, dann sind wir da. Wir wurden jetzt hier rausgelassen. Normalerweise müssen wir noch 1 Kilometer fahren. Irgendwie ist alles dicht. Alles ist dicht, Leute. Egal, wir müssen jetzt 850 Meter noch zu Fuß gehen. Ich bin mal gespannt. Was denkst du eigentlich, wie das Spiel heute ausgehen wird, Can? Also ich glaube, das wird ein enges Spiel. So 2-1 oder 1-0 für Dortmund. Aber es kann auch wirklich sein, dass die unentschieden spielen, ne? Das Ding ist, ich sage euch ehrlich, Hertha ist irgendwie auch manchmal ein schwieriger Gegner. Letzte Saison wurden wir von denen auch auseinandergenommen. Aber erstmals blenden wir euch jetzt hier mal die Aufstellung von Borussia Dortmund ein und von Hertha BSC. Und ich würde mal sagen, ich denke mal, dass sie das Ding machen müssen nach der Niederlage. Warum sagt deine Prediction? Digga, 2-0. 2-0? Dortmund. 2-0 Dortmund. Was wollt ihr von mir? 2-0 Dortmund. 2-0, Junge. 2-0. So sieht das Olympiastadion von außen aus. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie es von drinnen aussehen wird. Wir sind jetzt am Eingang. Ja, wohin müssen wir gehen? Müssen wir immer zu VIP? Nach links oder rechts? Nach links. Ja, dann lass nach links. Wir haben den Eingang jetzt gefunden. Wir gehen jetzt rein. So sieht es hier auf jeden Fall aus. So, noch 20 Minuten bis zum Anpfiff. Wir gehen jetzt rein. Mal gucken, wie es aussehen wird von drin. Ich bin richtig gespannt. Wir haben dasselbe Problem wie in Dortmund. Niemand weiß, wohin wir müssen. Ich verstehe nicht, warum die nicht wissen, wo diese VIP-Lounge ist. Und hier sieht man schon das Stadion. Sieht geil aus. So, Jungs, wir sind jetzt drin. Wir sind jetzt drin in der VIP-Lounge. So sieht das aus. Guckt euch die an bei Hertha. Guck mal, wie geil. Bruder, lass das nicht vergessen. Go klar. Ja, ja. Das ist so krass. Also, die Stadion ist eine 10 von 10. Ja, es sieht echt geil aus hier. Boah. Und die Fans gehen auch ab, Alter. Was ist das denn, Jungs? Wir sind auch das erste Mal auswärts in einem Dortmund-Spiel. Das erste Auswärtsspiel für uns. Ja, ja. Mal gucken, was abgehen wird. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber das Stadion, also das Feld, sieht irgendwie kleiner aus als bei Dortmund. Sehr stark gemacht war das Bellingham. Das war Bellingham. Aber ich muss ehrlich zugeben, Dortmund spielt gerade sehr gut. Die spielen sehr gut. Bis jetzt macht Dortmund seinen Job auf jeden Fall gut, Leute. Ich bin stolz auf die, dass sie sich langsam ein bisschen raffen. Aber Mentalität muss heute stimmen, wenn wir das gewinnen wollen. Marco Reus! Oh, Latte! Oh mein Gott! Nein! Was war das? Ach du Scheiße! Ein bisschen noch dabei sein, Mann. Ich muss sagen, Leute, dass mir bis jetzt Sadio Özcan unnormal gefällt. Also er macht seinen Job auf jeden Fall gut. Wow! Hat er gut gemacht. Aha, er macht Ronaldo-Job. Und dann kommt sein Pass.
Hört auf mit diesen Pässen, ich komme nicht klar. Der war 2 Sekunden Ronaldo. Der bringt die Knie hoch. Kniehöhe, Kniehöhe. Oh, eine gute Flanke. Oh! Pfosten! Dieses Spiel schon 2-mal Aluminium getroffen. Oh, sehr gute Chance für Hertha. Sehr gute Chance für Hertha. Was geht hier ab? Ja! Oh mein Gott! Nein, Mann! Nein, was fällt dir alles zu? Das kann nicht sein! Ey, Jungs, wieder eine geile Chance, wo Matthias kommt. Heute machst du ein Tor! Oh, gute Chance, Modest! Ja. Modest, Mann! Digga, das kann nicht sein, Mann! Wie macht ihr denn schreien? Ein Modest muss den reinmachen. Hey. Ich schwör's euch, ich würde Modest auf die Bank tun und Mokoko spielen lassen aus Stamm und dann Modest immer so in der 70. Minute einwechseln. So, Mokoko ist einfach stärker. Boah, hey. Dortmund hier im Angriff. Und? Schieß! Einfach nur schießen. Was ist da? So viel gemacht, schießen und der Ball abgeben. Aktuell ist die 30. Minute, steht immer noch 0-0. Gut gemacht! Ja! Und da ist das Tor! Und da ist das Tor! Jetzt komm, Mann! Modest, du hast es gecallt! Ich hab's gecallt! Was hab ich gerade gesagt? Ich hab gerade sogar noch gesagt, er muss über die Flanken kommen, weil er kann nur mit dem Kopf spielen. Und das hat man gesehen. Stark gemacht von Modest. Was ein Tor. Der Torwart schaut nur noch so. Hey, ist das dein Gewehr? Ist das dein erstes Tor? Dein erstes Tor ist es heute. Und ich hab gesagt, er macht heute eins. 32. Minute, Dortmund führt hier 1-0. Also Dortmund verteidigt gut, oder? Wie findest du die Verteidigung? Also die haben ab und zu Schwächen, aber an sich machen die es gerade sehr, sehr stark, muss ich sagen. Was da passiert? Leeres Tor auf einmal. Eine Sache, die ich nicht verstehen kann, warum macht Brandt immer noch die Flanken? Die checken das immer noch nicht, dass der nicht die Flanken machen soll. Lass es doch Reus machen. Er kann keine Flanken. Marco Reus hat doch die Schusstechnik dafür. Modest? Ja, komm, Reus. Okay, Halbzeit. Dortmund führt mit 1-0. Jetzt zeigen wir euch mal die VIP-Lounge besser. Falls ihr unser letztes Video gesehen habt, das ist jetzt die VIP-Lounge von Hertha. Von Dortmund war die noch größer, glaube ich. Lasst auf jeden Fall noch ein kostenloses Abo da. Jedes Wochenende kommt mindestens ein Stadion-Vlog. Wir versuchen, 2 zu bringen, aber wenn es nicht geht, mindestens ein. Also jedes Wochenende, lasst ein Abo da. Also es gibt diese Räume, Logen, und man kann dann hier aus den Logen rausgehen und man kann dann hier überall kostenlos essen. Was gibt's denn hier? So ein offenes Buffet. Man kann alles aussuchen, was man will. So, wir sind jetzt wieder da. Es geht auch weiter direkt, Zweite Halbzeit geht weiter jetzt. Sinan, was machst du? Bro, ich spiele gerade die App PlayTFC. Falls du dich fragst, was das ist, das ist einfach eine App, wo du deinen eigenen Charakter erstellen kannst, dir dann bei den verschiedenen Bundesliga-Spielen und so weiter und so fort deine eigene Mannschaft aufstellen kannst, wo du denkst, dass sie am besten abschneidet. Zum Beispiel, heute hat Dortmund gegen Hertha BSC gespielt. Die Mannschaft, die du aufgestellt hast, zum Beispiel, du hast jetzt Modest aufgestellt und der hat ein Tor gemacht, der kriegt ein sehr hohes Rating. Und damit kannst du dich bei verschiedenen Challenges platzieren und damit Preise gewinnen. Was hast du gesagt? Was für Preise gibt es denn? Bro, willst du mal mit mir in die VIP-Lounge gehen? Wenn ja, dann lade die App herunter. Du kannst Preise gewinnen, wie mit mir in die VIP-Lounge zu gehen. Du kannst Geld gewinnen. Du kannst verschiedene Packs öffnen, die du auch in Echtgeld verwerten kannst. Deshalb kann ich nur empfehlen, komm in den Goldclub rein, play at TFC. Wenn du auch zum Gold Club gehören willst, lad dir jetzt die App PlayTFC runter. Erster Link in der Videobeschreibung. Let's go! Was gönnst du dir denn? Digga, einen leckeren Schoko-Kuchen. Leonardo Jindori ist auch hier, neben uns direkt. Boah, gut gemacht! Oh, die kommen noch durch! Alter, hast du gesehen, was er gemacht hat? Was hat er gemacht? Digga, der hat den getunnelt doch am Ende. Oh, Modest hat seinen Körper eingesetzt. Oh, er musste schießen. Ist immer noch gefährlich. Oh! Nein, Mann! So knapp wieder! Ach,
Digga, ich dachte, der geht jetzt 100% rein. Reinmachen müsste. Ich dachte, der, das ist jetzt ein Tor, Digga. Das sah uns so aus. Ja. Hertha soll Standard gut sein. Oh, komm, gefährlich. Wow! Etwas weiter nach links und er war drin. Schön gemacht. The Goat, Monier kommt rein. Oh, kann ich gerade schon. Oh, was ist denn hier? Oh! Oh mein Gott! Oh, mit Vertragsverlängerung! Was eine Parade! Krass! Gehaltserhöhung! Safe! Hertha macht auf jeden Fall gute Spiele hier. Geiles Spiel bis jetzt. Ich wünsche mir aber noch ein paar mehr Tore. Als neutraler Zuschauer müssen hier noch zwei, drei Dinger fallen. Das Geile ist, dass es auf jeden Fall hin und her geht. Auf einmal da, da, da. Hertha-Angriff, Dortmund-Angriff. Ja! Wie hat er den gehalten? Digga, wie hat er diesen Ball gehalten? Ich glaube, die zwei Spieler sind dazwischen noch gesprungen, oder nicht? Junge, was ist Horn? Ey, aus dieser Perspektive sah es so aus, als würde er jetzt gleich in den Weg hier. Ja, der Mann hat sich gut gedreht, das war eine Flugbombe, die war nicht normal. Was war das denn? Schicke! Wow! Mann, gefährlich schon! Oh! Ey, Leute, es steht einfach immer noch 1-0, es geht die ganze Zeit hin und her. Es müssen nur 2-3 Tore jetzt fallen. Das wäre so eine krasse Kombi gewesen. So eine gute Drehung und dann der Abschluss aber. So gut gespielt. Der Abschluss muss noch besser werden. Ach so, das war Bellingham, nicht hat die Idee. Kann gefährlich werden, das war ein Olli. Oh, Latte! Aluminium! Was geht hier ab? Schon wieder Aluminium! Das Oh, jetzt verzieht sich. Das Stadion eskaliert, Leute. Gefährlich werden. Das kann sehr, sehr gefährlich werden. Oh. Einfach Maus an der zweiten Distanz. Zweite Reihe. Oh. Krass gehalten. Digga, was ist das denn für ein Spiel? Es geht nur hin und her. Die beiden Torhüter von Hertha und von Dortmund. Geisteskrank heute. Oh. Falls euch das Video gefällt, vergesst auf jeden Fall nicht, ein Like da zu lassen. Das supportet uns enorm. Wie viele Likes schafft ihr auf dieses Video? Wie viele Likes? Ey, wir haben auf das letzte Video 2.500 Likes gemacht. Komm, wir machen jetzt die 3.000 Likes voll. 3.000 Likes? Boah, das wird schwierig. Ja, aber doch. Like alle diesen Video. Challenge, like komm. Like alle dieses Video, komm. Komm, schaffen wir die 3.000. 3.000 Likes? Das ist schon eine Ansage, aber komm. Ey, niemals. Das ist aber krank. Ja, krass. Ja, Digga, der schafft das Video. Das ist ja... Ja, das ist ein Foul. Das kann jetzt sehr gefährlich werden. Oh. Vorbei! Es ist vorbei! 1-0, let's go! Dortmund holt 3 Punkte auswärts in Berlin. So viele Chancen. Also, das könnte auch ein Unentschieden sein. Das könnte auch wirklich ein Unentschieden sein. Dortmund hätte ja, aber wäre auch ein Unentschieden. War eigentlich die Chance von Modesta vom Tor. Das ist einfach krank, Leute. Geiles Spiel, 1-0. Dortmund gewinnt 1-0, ihr nehmt die 3 Punkte mit nach Hause. Was für ein Gefühl ist das für dich jetzt? Er tut so, als ob Dortmund noch nie ein Spiel gewonnen hat, so hat sich das gerade angehört. Ja, aber ihr habt letzte Woche verloren. Ja, kann mal passieren. Auf jeden Fall, Leute, ich fand das Spiel geil, sehr viele Chancen auf beiden Seiten. In meinen Augen hat Dortmund klar gewonnen, also es war mehr als verdient. Hertha hätte sich vielleicht auch das ein oder andere Tor verdient, aber Dortmund war viel, viel stärker und hatte mehrere Chancen. Heute hat mir am besten gefallen, muss ich sogar sagen, Mats Hummels. Ich glaube, Mats Hummels war... Weißt du, wen ich heute gut fand, ne? Die Nummer 8 von Hertha. Dieser Türke. Digga, ich fand die 40 krass von mir. Die Nummer 40, der hat eine Aktion gemacht, die hat vier Leute stehen lassen. Bellingham auch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, Leute. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Vielleicht sehen wir uns später noch. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jedes Wochenende kommt mindestens ein Stadionblock online. Also lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video.